Willkommen zu unserem vorletzten Tag hier in Walt Disney World. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ihr seid immer noch dran. Ich bin immer noch hier in Walt Disney World, aber es ist unser vorletzter Tag. Also der Trip neigt sich langsam dem Ende. Und jetzt geht's erstmal nach Epcot. Das Wetter ist, immer noch bescheiden. Soll die nächsten Tage auch nicht mehr die Sonne rauskommen. Aber es soll nur 18 Grad werden. Also immerhin, aber ich habe mich trotzdem mit Leggings dem Wetter entsprechend angezogen. Ja, für Fotos werde ich die Jacke auf jeden Fall mal ausziehen. Aber ja, wir machen das Beste draus. Es geht jetzt nach Epcot. Ich will auf jeden Fall noch Frozen Ever After fahren. Die anderen möchten gerne noch mal Test Track fahren. Das bin ich ja damals alleine gefahren. Single Rider und jetzt auch mal tagsüber kann man das ja auch noch mal fahren. Und ansonsten gucken wir uns mal das World Showcase an. Und abends möchte ich auf jeden Fall dann noch mal ins Animal Kingdom, um mir Avatar abends anzuschauen. Hier eine Attraktion, die Boot-Attraktion von Avatar noch mal zu fahren. Und vielleicht noch mal die Safari. Die war nämlich auch ganz cool. Mal sehen, was alles noch in meinen Zeitplan passt, weil man kann ja wieder erst ab 14 Uhr Park hoppen. So viel dazu. Also man braucht eine Reservierung und man muss die Reservierung auch einlösen. Das heißt, wenn ich jetzt heute Epcot reserviert habe, was ich gemacht habe für uns, und sage, oh ne, Epcot heute Morgen, keine Ahnung, skippe ich und ich fahre erst ab 14 Uhr nach Animal Kingdom, das geht nicht. Also man muss erst in Epcot gewesen sein und dann ab 14 Uhr kann man Park hoppen sozusagen. Also man muss die erste Reservierung einlösen, um dann in einen anderen Park fahren zu dürfen. Ansonsten hätte ich, wenn ich jetzt sage, nee, kein Bock auf Epcot, nur Animal Kingdom, müsste ich die Reservierung auf Animal Kingdom ändern. Ja, jetzt gibt's Kaffee und dann geht's zum Bus. Ja, die Renovierung vom Skyliner hätte eigentlich bis Freitag andauern sollen, also wo wir fahren. Aber es ist heute tatsächlich schon fertig, deswegen können wir auch mit dem Skyliner nach Epcot und müssen nicht den Ausweichbus nehmen. Ist ja auch ganz cool. Wenn man mit dem Skyliner nach Epcot fährt, erstmal dauert es ein bisschen länger als nach Hollywood, zu den Hollywood Studios. Wir sind jetzt glaube ich 9:45 und ein bisschen spät dran, tatsächlich für Early Access. Wir sind in Frankreich rausgekommen mit dem Skyliner. Mit dem Bus kommen wir ja natürlich vorne bei der großen Kugel. Ich weiß aber noch nicht ihren Namen. Kommen wir vorne an. Deswegen müssen wir jetzt einmal um den World Showcase laufen, um nach Norwegen zu kommen für Frozen Ever After. Man könnte jetzt auch direkt zu Ratatouille gehen, das wäre natürlich sehr praktisch. Aber Ratatouille habe ich jetzt nicht so die Priorität drauf, denn das ist im Prinzip genau dasselbe wie in Frankreich. Nur, dass man halt mal ein bisschen mehr versteht, weil es auf Englisch ist. 45 Minuten war jetzt bei Ratatouille. Aber ich möchte lieber zu Frozen. Meine Haare! Also wie gesagt, ich möchte erst mal zu Frozen und dann zu Test Track und dann mal schauen. Also das Wetter hält sich, es ist bewölkt, aber es regnet nicht und das ist das Wichtigste. Und ja, jetzt laufen wir wieder hier durchs World Showcase. Also in Epcot muss man sehr, sehr viel laufen. So, wir haben es zu Frozen geschafft und als wir uns angestellt haben, waren es 30 Minuten, jetzt sind es 50. Mal sehen, wie lange wir warten. Aber so viel steht ja heute nicht auf der Tagesordnung, deswegen, ja. Können wir ein bisschen warten. What's leading for the North Mountain? Mama, another boy. Mama, I want to do the distance. Look at the window. Mama, I want to do the distance. Everyone's going to Elsa's ice palace today. Mama, should be a real hoot and a half, yeah. Mama, oh, do you want to build a snowman? Come on, I know you do. Elsa's made a magic winter show. It's summer snow for spending the end. Ready to see?
see Elsa? Das war ja fast schon wie eine Wasserbahn. Also ich bin richtig nass geworden. Mich hat es voll ins Gesicht getroffen. Mein ganzer Rock ist nass auf der einen Seite. Also wenn man außen sitzt, kann man schon nass werden. Das war eher unerwartet. Aber war tatsächlich eine sehr, sehr schöne Bahn. Also kann ich empfehlen. Vor allem auch für Elsa-Fans ein Muss. Und ich hoffe, dass sie auch nach Paris kommt, wenn der das Frozenland in den Walt Disney Studios aufmacht. Weil, hat tatsächlich sehr viel Spaß gemacht. Jetzt ist angefangen zu nieseln und ich muss meinen Schirm rausholen. Wir haben jetzt noch einen kurzen Stop in Mexiko gemacht, denn hier gibt es ja noch die Bar mit den drei Caballeros und Donald, glaube ich. Die wollen wir jetzt auch noch mitnehmen. Hi, Minnie! I have polka dots as well, yes? But black and white. So cute! Love you! Es hat wieder angefangen zu regnen und Test Track hat gerade geschlossen. Ich weiß nicht, ob das mit dem Regen zu tun hat. Deswegen sind wir jetzt wieder hier in Club Cool, um noch ein bisschen Limo zu trinken. Ja, ich habe euch jetzt nicht schon mal ins Club Cool mitgenommen, weil die Getränke im Prinzip dasselbe waren. Habe ich ja schon im letzten Vlog, wo ich hier in Epcot war, gezeigt und auch mit euch zusammen probiert. Mein Favorit ist immer noch Sprite Gurke aus Russland und frisch gestärkt mit süßen Getränken. Geht's weiter, es regnet leider immer noch. Test Track hat immer noch zu. Und ja, jetzt laufen wir noch mal eine Runde Richtung World Showcase und dann mal sehen. Das Doofe ist natürlich auch, die Fotopass-Fotografen sind auch nicht draußen, wenn es regnet. Ja, kann man halt nur Attraktionen fahren. Aber attraktionsmäßig habe ich jetzt hier alles abgeklappert tatsächlich. Nee, Ratatouille fehlt mir. Aber Ratatouille, habe ich gesagt, ist ja im Prinzip genau dasselbe wie in Paris. Nur in Paris ist halt Teil Französisch, Teil Englisch und hier würde ich halt alles verstehen. Aber hier sind die Wartezeiten, glaube ich, gerade 90 Minuten oder noch länger, 2 Stunden für Ratatouille. Das ist mir jetzt nicht wert, da mich so lange anzustellen. Ich könnte mir natürlich Lightning Lane kaufen, aber wie gesagt, es ist dasselbe wie in Paris. Vielleicht beim nächsten Trip dann. Ja, die anderen wollten unbedingt nochmal Mission Space probieren, die grüne Earth-Linie. Oder Fahrt. Die soll ja nicht so schlimm sein. Ich fand die Orangene furchtbar zum Mars. Deswegen habe ich gesagt, boah, nee. Ich habe da überhaupt keinen Bock drauf. Aber wir wollen unbedingt und ja. Ich werde es schon überleben und ich hoffe, dass es nicht ganz so extrem ist. Desert.
Also Mission Space und ich werden jetzt keine Freunde. Grüne war jetzt nicht ganz so schlimm, war erträglich, aber das ist nichts für mich. Das ist tatsächlich die Attraktion, die ich am wenigsten mag hier in ganz Walt Disney World bisher. Mag ich überhaupt nicht. Nee, also ob ich das jemals nochmal fahren werde, will, ich glaube eher nicht. Ja, wie ihr sehen könnt, es regnet immer noch. Eigentlich soll es gleich aufhören. Das ist nervig mit dem Regen. Fürs Festival of the Arts gibt es hier so Fotostände, ganz überall verteilt, rund um das World Showcase. Und hier seht ihr einmal Van Gogh und könnt auch noch was lernen dazu. Ja, Fotos haben wir gemacht. Auf der anderen Seite habt ihr auch noch mal eins mit Peter Pan tatsächlich. Genau. Könnt ihr auch nochmal die Peter Pan Kulisse euch fotografieren und hier auch noch was lernen. So, hier seht ihr nochmal ein paar Essens Bilder vom Festival of the Arts, hier French Onion Soup, ich weiß nicht was das, Deconstructed BLT und Lime Pie und hier seht ihr auch mal die Preise. Ja, hier kann man sehr, 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 sehr viel probieren, dafür bräuchte man aber wahrscheinlich mehrere Tage. So, wir sind jetzt hier in Kanada und das Wetter passt aber auch gut zu Kanada. Windig, Regen. Nach Kanada schauen wir uns noch England an. Jedes Land hat auch sein eigenes Merchandise. Das ist euch in Kanada. Jetzt geht mein Schirm runter. In Kanada gab es Kanada-Ohren. Hier wird es wahrscheinlich auch England-Ohren geben. Und ja, wie gesagt, jedes Land hat sein eigenes Merch. Wo wir reinschauen werden, ist auf jeden Fall in Deutschland, weil das Merchandise da ist sehr, sehr witzig. Ich finde, was sie von uns Deutschen denken, ist halt echt, ja. Geil. Aber jetzt sind wir erstmal in England. Gibt's auch einen Pub. Robin Hood. Das Bild-Jersey ist toll. Coole Ohren. Gefallen mir echt gut. Thank you.
Wir sind jetzt hier beim Katsura Grill im Japan Pavilion und haben uns für einmal Udon-Nudeln mit Fried Shrimps entschieden. Waren, glaube ich, 14 Dollar ungefähr. Und dann nochmal Kids-Menü, Shrimps und Beef für jeweils 8 Dollar. Aber die Portionen sind relativ groß für Kinder. Plus Getränk und noch ein Cookie. Ja, sieht sehr lecker aus. Also, das Katsura, den Katsura Grill kann ich ganz klar empfehlen als Quick-Service-Restaurant. Es war so lecker. Wir haben alles aufgegessen, die Udon-Nudeln, das Rindfleisch. Es war sehr, sehr lecker und das Kindermenü für 8 Dollar reicht vollkommen aus. Also, ja, klare Empfehlung. Jetzt laufen wir weiter Richtung Deutschland. Wir warten gerade kurz, weil da jemand Fotos macht. Ja, wir sind jetzt hier in Amerika. Okay, wir sind auch so in Amerika. Aber hier ist noch so ein Foto, so eine Fotolocation, auch mit Fotopassfotograf. Haben wir gerade gemacht, weil es hat aufgehört zu regnen und jetzt kommen wieder die Fotopassfotografen raus. Ansonsten sind sie leider nicht da. Ich habe mir gestern noch einen neuen Magic Band gekauft. Hier den. Den wollte ich eigentlich ursprünglich haben, den hatte ich online bestellt. Und das hat aber irgendwie nicht funktioniert. Ja. Gestern habe ich ihn gefunden mit dem 50er-Jahre-Logo.
Daniel wollte ihn auch haben, also habe ich ihn direkt beiden gekauft. Kostenpunkt war $35. Schnapper. Jetzt besuchen wir Italien. So, jetzt sind wir in Deutschland angekommen, in unserer Heimat. Ja, hier gibt es erstmal so eine Miniaturstadt von Würzburg. Und dann laufen wir mal weiter, was es hier noch so zu sehen gibt. Natürlich spielt hier ganz klassisch, wie überall auch in Deutschland, Volksmusik. Muss ja sein. Und schaut mal, ein kleiner Pascal. Also so denken die Amerikaner, sieht es in Deutschland aus. Hier ist die Karamellküche, da gibt es Werthers Original, Popcorn und Bonbons, also das kennen wir eigentlich. Aber hier stehen die da total drauf und da ist eigentlich immer so eine sehr lange Schlange. Hier ist eine Weihnachtsecke, aber ich suche den traditionellen Shop. Gehen wir mal da vorne rein. Ja. Natürlich gibt es hier auch ganz traditionell einen Biergarten. Jetzt gucken wir uns mal an, was hier so. Natürlich Bierkrüge. Wow. Jetzt sind wir hier in der Karamellküche. Hier seht ihr überall Werthers. Die kriegen wir auch bei uns. Und hier ist das bekannte Popcorn. Also die lieben das hier. Und noch andere Süßigkeiten. Messi, Knoppers. Hier gibt es noch Riesen. Ja. Jetzt noch ein kurzer Abstecher in China. Thank you.
it. Look how cute you look. Always number one, right? Always number one. Love your hat. Where do I get to somewhere like that? Around the corner? Just up the stairs? Straight ahead? Okay, I have a look. Let's have some pictures? Yeah? Thank you. Donald hat gerade noch getroffen, es hat aufgehört zu regnen. Der Tag wird besser. Das World Showcase habe ich jetzt verlassen. Werde ich bei diesem Trip auch nicht mehr wiedersehen. Ich laufe jetzt Richtung Ausgang, werde noch bestimmt mindestens 2 Fotopass-Fotografen mitnehmen, wenn nicht mehr. Mal gucken, wie viele ich noch antreffe. Und mache mich langsam Richtung Animal Kingdom. Vielleicht habe ich noch eine Safari. Die Safaris sind nur bis 5 Uhr. Meine Hand wechseln. Habe ich irgendwie einen Zoom drin? Ja, ich habe ein bisschen Zoom drin. Ja, was soll ich sagen? Safaris sind eigentlich nur bis 5. Vielleicht schaffe ich es 3:30. Mal gucken, wie schnell ich hier zum Ausgang komme. Wie viele Fotopass-Fotografen ich noch treffe, weil jetzt ohne Regen kann man wenigstens noch ein paar schöne Fotos machen. Obwohl mein Outfit ja eher die kalte Version ist. Ich mag das Outfit lieber in der warmen Version, wo ich nur dieses T-Shirt anhabe. Also es ist halt ja auch gecroppt, ne? Ja, es ist nicht so geeignet für die Temperaturen. Ja, ich hoffe, ich konnte euch einen guten Einblick in das World Showcase in diesem Video geben. Beim letzten Mal hatte ich leider nicht so viel Zeit. Diesmal habe ich mir ein bisschen mehr Zeit genommen, aber man braucht trotzdem. Also Norwegen habe ich mir uns nicht ganz angeguckt, Amerika auch nicht. Man braucht sehr, sehr viel Zeit und vor allem, wenn man auch alles probieren möchte. Wir haben in Japan gegessen, das war wirklich unglaublich lecker. Also kann ich jedem weiterempfehlen. Und ja, und es ist halt sehr, sehr viel Lauferei um das World Showcase. Also das ist nicht so easy. Es fährt jetzt ein Boot, also meine Mutter und ihre Freundinnen nehmen jetzt das Boot vom Anfang vom World Showcase rüber nach Frankreich, weil sie ja mit dem Skyliner wieder zum Hotel müssen. Und ich laufe ja zum Bus zum Animal Kingdom. Zum Magic Kingdom kann man die Monorail nehmen. Das ist auch sehr praktisch. Mal Hand wechseln. Und Hollywood Studios kann man, ich weiß nicht, ob man auch den Bus nehmen kann oder ob man dann auch da den Skyliner nehmen muss. Das weiß ich jetzt nicht genau. Ja. Also World Showcase wirklich sehr, sehr schön. Aber ich glaube, für Epcot bräuchte man locker 2. Ich hatte nicht mal 2 volle Tage in Epcot. Den ersten Tag, wo ich hier war, war ich auch nur bis 2-3 Uhr da, weil ich dann die Reservierung Magic Kingdom hatte. Dann war ich ja einmal da fürs Feuerwerk abends. Ich weiß gar nicht, wann kam ich dann da? Gegen 7. Und ja, jetzt ist eigentlich auch nur ein halber Tag bis 16 Uhr. Den ganzen Tag Epcot hatte ich tatsächlich nicht gemacht. Ja, aber es ist sehr, sehr viel Lauferei. Aber meine Beine mittlerweile haben sich an das Laufen irgendwie gewöhnt. Die protestieren nicht mehr ganz so schlimm. Aber es sind schon jeden Tag mindestens 20.000, 25.000 Schritte. Ich glaube, bei Universal hatte ich glaube 30.000 Schritte. Ja. Also man macht schon hier gut Kalorien weg. Dementsprechend könnte man auch mehr essen. Was bei mir ja nicht so der Fall ist. Das ist meine Walt Disney World Diät. Naja. So, jetzt bin ich gleich am Ausgang. Da stehen bestimmt auch noch ein paar Fotografen. Und dann gucke ich mal, ob ich den Bus nach Animal Kingdom finde. Sophie und Pluto, die gibt es zwar auch bei uns in Paris, aber hier haben sie wenigstens einen schönen Hintergrund mit Epcot. Hi Goofy! Love you! So cute! So beautiful! For the festival, right? You did it? Oh wow! That's so cute! Hey, yo, Goofy! So, ich muss mich jetzt auch bei Epcot verabschieden. Tschüss Epcot. War sehr schön. Und so langsam werde ich ein bisschen sentimental. Gestern Hollywood Studios verabschiedet, jetzt kommen hier Seifenblasen. Heute jetzt Epcot, gleich noch Animal Kingdom. So langsam fällt der Abschied auch schon ein bisschen schwer. Hallo, kleines Eichhörnchen.
bin mittlerweile in Animal Kingdom angekommen. Und es hat ein bisschen länger gedauert als gedacht. Hab 15 Minuten auf einen Bus warten müssen und knapp eine halbe Stunde gefahren. Jetzt hatten wir Viertel vor, als wir ankamen. Ich hätte, glaube ich, rennen müssen, um nochmal zur Safari zu wollen. Und ist auch ein bisschen kühl. Deswegen habe ich mich jetzt dagegen entschieden, mal hier noch ein paar Fotos. Da ist ein Fotopassfotograf, hier ist einer. Und ja, dann mache ich mich auf den Weg in den Park rein. So, noch einige Fotos gemacht und mit meinem Freund noch telefoniert. Und ja, jetzt mache ich mich auf den Weg nach Avatar. Oder nach Pandora eigentlich. Aber ich wollte euch noch diese süßen Vögel hier zeigen. Die laufen hier überall rum. Ich glaube, mein Animal Kingdom Spirit Jersey werde ich nicht mehr kriegen. Oh, die Fotobahn ist auch sehr schön. Mit König der Löwen Hintergrund. Ja, böse werde ich wahrscheinlich. Ich war gerade im Laden, aber habe jetzt auf Anhieb keinen gesehen. Ich check später noch einen anderen Laden. Aber ich habe ja mein Waffle Jersey. Was wollte ich eigentlich noch sagen? Ich habe schon wieder vergessen. Animal Kingdom ist wunderschön, das kann ich auf jeden Fall sagen. Mit Sonnenschein ist natürlich noch schöner. Achso, was ich noch sagen wollte, die Amerikaner. Super nett immer. Ich kriege heute auch so viele Komplimente wieder für mein Outfit. Obwohl es ja eigentlich nicht perfekt ist mit Leggings und Spirit Jersey. Ohne Spirit Jersey wäre es noch ein Ticken schöner. Aber man kann das Wetter nicht beeinflussen. Und ja, trotzdem, die Amis sind super nett. Also ich kriege fast jeden Tag. Das hört sich so eingebildet an, aber jeden Tag kriege ich irgendwie Komplimente für meine Outfits. Die mir auch ja sehr, sehr gut gefallen, aber hier ist es tatsächlich sehr, sehr, die sind alle super nett. Habe ich schon mal gesagt, dass sie alle super nett sind? Wir nähern uns wieder Pandora. Und River Journey muss ich tatsächlich noch machen, jetzt weiß ich auch mal, wie sie heißt. Eben war 50 Minuten Wartezeit. Mal gucken, wie lang es jetzt ist. Da ist Pandora. Da ist noch ein Fotopassfotograf, den nehme ich auch noch mit. Also die gibt es hier wie Sand am Meer. Also das würde ich mir gerne für Disneyland Paris wünschen. Vor allem, wenn man alleine unterwegs ist, muss man nicht ständig Leute fragen. Sieht so schön aus hier. Muss man nicht ständig Leute fragen für Fotos. Der Iseet River Journey ist gerade... Also läuft nicht. Keine Wartezeit und hier warten ganz viele Menschen davor. Temporarily closed, steht in der App. Aber da hier alle warten, habe ich die Hoffnung, dass es demnächst irgendwann wieder aufmacht und ich dann nicht mehr so lange warten muss. Mal gucken. Jetzt ist es 5.19 Uhr. Wie lange ich, ob es nochmal aufmacht? Ich hoffe ja. Sonst, das wäre echt traurig. Aber ich hab knapp eine Stunde jetzt Zeit. Ja, bis 18.30 Uhr, dann ist dieses Beacon of Magic am Tree of Life. Und dann nochmal Avatar abends angucken. Flight of Passage. Mal gucken, ob ich mich da nochmal kurz vor Parkschluss anstelle. Entscheide ich spontan. Ja, Glück muss man haben. 2 Minuten später ging's los. Ja, das heißt, ich werde ein Walk-On haben. Manchmal muss man echt Glück haben. Richtig cool. Ich hatte tatsächlich sehr, sehr viel Glück mit der Attraktion Riverboat Journey. Nach 2 Minuten danach hat es wie gesagt aufgemacht und ich habe dann nur noch 20 Minuten warten müssen. Als ich in der Schlange stand, habe ich in der App 70 Minuten gesehen. Also war echt Glück. Ja, ihr seht, es ist noch hell. Hab Pandora jetzt erstmal verlassen, warte, bis es dunkel wird. Hab mir ja schon mal was bei Satouis Kantine bestellt, wo ich überhaupt keinen Hunger habe. Aber mir wurde das empfohlen. Ich habe heute wirklich schon sehr, sehr gut gegessen. Aber ich musste jetzt dann auch essen. Habe mir jetzt eine Kinderbowl bestellt.
$9.50 zeige ich euch später, aber für 6:30. Also zwischen 6:30 und 7 kann man zurückkommen, wieder Mobile Order, super praktisch. Und wenn man vor Ort ist, wenn man wieder da ist, dann kann man einfach angeben, ich bin da, macht mein Essen fertig und dann kann man es abholen und dort essen. Also wirklich super gutes System, könnte Disneyland Paris auch öfter anbieten. Haben sie ja mittlerweile schon bei Café Hyperion und Casey's Corner. Könnten die auch noch in anderen Restaurants, in den Schnellrestaurants anbieten. Ja, jetzt laufe ich hier Richtung Afrika. Also Animal Kingdom ist wunderschön. Und ich wollte noch mal in einem anderen Shop gucken, ob ich mein Spirit Jersey finde. Ich habe wenig Hoffnung, aber ich habe eh noch ein bisschen Zeit. Um 6:30 muss ich noch mal zum Baum. Da ist dann Beacon of the Magic, heißt glaube ich, dieses 50er Jahre Anleucht-Ding, was auch in den Hollywood Studios letztes Mal war. Das geht nicht lang, aber why not? Und danach gehe ich wieder nach Pandora, mein Essen holen und abends noch ein paar Aufnahmen machen. Und dann macht der Park schon zu, um 7. Ja, Animal Kingdom man immer relativ früh zu. Am frühesten von allen Parks. Aber ja, ich muss heute Abend dann noch packen. Morgen ist ja mein letzter Tag, aber ich wollte heute schon mal, soweit alles, was ich angezogen habe, schon mal einpacken. Und ja, mittlerweile gehe ich gefühlt immer um 9:15 schon oder um 9:30 ins Bett. Aber wir sind auch relativ früh wach immer. Deswegen, ja, mein Körper braucht schon den Schlaf und die Zeit zum Ausruhen. Aber Animal Kingdom ist wunderschön. Also echt ein ganz, ganz toller Park. Wenn es warm wäre, wäre es wahrscheinlich noch schöner. Ich muss auch gleich mal wieder meine Jacke anziehen. Es wird wieder etwas frisch. Sobald die Sonne untergeht, wird es kalt. Ja, ich glaube, das mit dem Spirit Jersey wird nichts mehr. Afrika hat, also der Shop hat das schon zu, aber ich habe gefragt. Und er meinte, es ist schon seit Wochen ausverkauft. Ich muss mal bei eBay gucken, ob ich ihn da finde. Oder Freunden Bescheid sagen, die hier wohnen. Wenn sie ihn sehen, dass wir ihn mir auf jeden Fall kaufen. Oh, Expedition Everest sieht richtig cool aus. Ich drehe mal die Kamera. Ja, leider Expedition Everest. Ein Refurbishment, aber beim nächsten Besuch hoffentlich dann endlich. Ansonsten habe ich tatsächlich alle Attraktionen hier geschafft. Sogar letztes Mal das Rafting, das würde ich jetzt heute nicht mehr machen. Da ist auch nur 5 Minuten Wartezeit. Wen wundert's, aber da würde ich jetzt auf gar keinen Fall drauf gehen. Ja, ich gehe jetzt nochmal in den Shop vorne bei Tree of Life. Vielleicht mache ich noch ein paar Instagram-Bilder. Also für Instagram in der Story. Ist der Starbucks, da war ich ja letztes Mal schon drin. Aber ich habe mir eben schon, ich gönne mir ja noch die Bowl, brauche mir keinen Starbucks mehr. Obwohl ich ja diese fancy Dinger hier noch gar nicht probiert habe. Bin gerade so im Redefluss, ihr merkt's. Gibt sowas mit Oat und so, also mit Hafer und ich weiß gar nicht. Aber ich habe keine Zeit. Obwohl heute tatsächlich ihr sehr, sehr viel Essen seht im Vergleich zu den letzten Vlogs, seht ihr relativ viel zu essen. Keine Ahnung, so die letzten Tage gönne ich mir noch mal richtig und auf dem Schiff wird ja auch noch mal geschlemmt. Da ist ja alles inklusive, man muss nichts extra zahlen und es schmeckt besonders gut. Und beim Abendessen ist es ja so auf dem Schiff, dass man so viel bestellen kann, wie man möchte von der Menükarte. Ja, ja, das ist sehr verlockend dann immer. Ja, ihr merkt, ich bin gerade im Redefluss. Ja, wegen dem Spirit Jersey muss ich ja mal gucken. Also entweder sage ich Freunden Bescheid, die hier wohnen, wenn die den sehen, oder ich gucke bei eBay. Weil, ja, der schwarze Leo Jersey wäre schon richtig cool, aber wenn nicht, dann halt nicht. So, da ich jetzt noch ein bisschen Zeit habe, 20 Minuten um genau zu sein, bis zu der Show am Baum, oder Show, zu diesem Mini-Ding, gehe ich mit euch ein bisschen durch die Shops. Ja, die Leggings finde ich, also die nicht hier, aber ich habe ja andere, $40, die sind so bequem, ich liebe die. Kevin, der ist tatsächlich seit Sonntag auch wieder zurück im Magic Kingdom, aber ich war heute zu spät, ich habe ihn verpasst. Ihn hätte ich tatsächlich auch noch gerne gesehen. $85, der Loungefly. Oben Ohren. Jetzt habe ich ein bisschen mehr Zeit, da kann ich euch mal die Preise sagen. Gar kein Preis, ist auch gut. Die müssten aber so $30 kosten. Die Ohren kosten hier so viel. Obwohl die Waffelohren gestern $40. Ich bin fast vom Stuhl gefallen. Hier so eine Safari-Mütze.
$25. Tanktop 35, T-Shirt 6,37. Ja, Lion King Spirit Jerseys sind hier so um die $75. Hakuna Matata steht hinten drauf. Ist natürlich auch cool, aber ich möchte irgendwann noch den aus Disney in Paris haben, den Lion King. Aber der ist auch cool. Hier könnt ihr ein Ornament mit dem Baum kaufen, Bilderrahmen. Sieht sehr verwaschen aus, das T-Shirt. Eine Kinder-Nala-Tasche für $25. Ein Loungefly für Katzen und Hunde. Der passende Geldbeutel. Pluto-Haarspangen. $10. Mal die Leggings. Die Leggings gibt es hier in allen möglichen Varianten. Super bequem. Wie gesagt, habe mir zwei Paar gekauft. Schmuck gibt es natürlich auch sehr, sehr schön hier. Ich weiß nicht, ob gerade hier, aber generell. Gucken wir mal, ob wir was Schönes finden. Oh ja. Die ist ja auch sehr schön. Die habe ich vorher noch gar nicht gesehen. $40. Die gefällt mir auch sehr gut. Vielleicht muss ich mir die nochmal mitnehmen. Die finde ich auch richtig toll. Aber Schloss als Ohrringe, ich weiß nicht so genau. Ist aber toll, auch ein tolles Set. Aber bei Schmuck bin ich sehr kann ich dem verfallen. Aber die gefällt mir echt sehr gut. Und ich wüsste, wie lang die ist. Die leuchtet so schön. Ah, ich glaube, ich muss sie mir mitnehmen. Wohl, wie gesagt, gefällt mir auch sehr gut, aber bei den Ohrringen bin ich mir halt unsicher. Ist auch halt Gold, ne? Das hätten wir halt direkt mal $80. Vielleicht beim nächsten Trip. Die werde ich mir auch mal anprobieren. Wie gefällt die mir? Warum bin ich hier echt in den Shop gekommen? Eine gute Frage. Und, was sagt ihr? Sieht man das? Sie klein. Nee, ich glaube nicht. Was kostet die eigentlich? Kein Preis dran. $20. Ja, ist okay, aber haut mich jetzt nicht um. Ja, hier gibt es so eine 50er Jahre Daunenjacke. Die ist, glaube ich, eher für Männer. Die ist richtig groß und ja, $180. Die On gab es ja bei Shop Disney zum Glück. Hier gibt es noch so eine Jogginghose. Nur $130. Komm, Leute. Warum nicht? Eine Jogginghose. Sieht aus wie eine Schlafhose. $130. Dazu der passende Hoodie für Schlappe. Was kostet der Spaß? So, der passende Oberteil $150. Und ja, den Rucksack gibt es ja auch bei Shop Disney. Der kostet nur $300. Ja, also 150, 130, 300. Habt ein schönes Gammel-Outfit für zu Hause. Ja, hier ist der Iridescent und das ist tatsächlich der qualitativ hochwertigere. Zum Beispiel hier ist es hier eingenäht und auch der Rücken ist hochwertiger und deswegen ist der auch hochpreisiger. Das ist ja hier auch eingestickt, man sieht das. Bei uns ist es ja nur so ein Aufdruck. Und das ist tatsächlich die teure Version. Und hätten sie die bei Shop Disney für 125, weil hier kostet der $120. Hätten sie die für 125 € bei Shop Disney verkauft, hätte man es verstanden. Aber genau denselben, den es bei Disney in Paris gibt, für €125 zu verkaufen. Ja, aber hier, der ist tatsächlich ein bisschen hochwertiger. Und hier gibt es tatsächlich Ohren ohne Haarreif, sondern halt mit so einem Gummi. Wäre nichts für mich. Aber gibt es hier auch ganz viele von. Gucken wir noch ein bisschen durch das Merchandise hier vom 50. Geburtstag.
Aber so viel gibt es hier gar nicht. Und das meiste, wie gesagt, hatten wir auch schon bei Shop Disney. Popcorn. Das finde ich ganz süß. So ein Kartenhalter. Ja, hier gibt es Pins und Patches. Die Leute sammeln sich draußen schon. Ich muss auch gleich mal rausgehen. Ja, guck mal, von Nike sogar mit Walt Disney World 50. Geburtstag. Für $45. Die Jacke hat auch was, diese Bomberjacke, aber $70. Naja, die Leggings habe ich mir noch gekauft vom 50. Geburtstag. Ich habe ja den Hoodie. Socken. Die Seife kommt ja auch endlich nach Disneyland Paris, jetzt zum 30. Geburtstag. Wir kriegen jetzt auch die Seife. Aber das Merchandise ähnelt sich ja generell, finde ich, vom 50. Geburtstag und vom 30. Geburtstag vom Disneyland Paris. Wir haben ja, ist auch so ein bisschen blau, iridescent. Also sehr, sehr ähnlich. Sagt die Uhr. Ich muss mal auf die Uhr gucken. Okay, ich muss gleich raus. Noch ein paar Pins. Ihr seht ja mal die Preise. Noch Patches für Jeansjacken und so. Hier gibt es ganz viele Patches. Nagelfolien. Magic Bands. Da ist die Frage, soll ich mir jetzt die Kette holen? Ach, ich finde die schon schön. Ah, hier sind noch ein paar Ohren. Die sind ja auch sehr seltsam hier. Die sind so flach. Die finde ich natürlich auch sehr hübsch, aber ich habe mir nur die Waffelohren gekauft. Die trage ich gerade. Die gab es ja auch bei Shop Disney. Wir haben sehr viel bei Shop Disney, muss ich sagen. Die Pix habe ich bei Shop Disney gekauft. Die hat mir bei Shop Disney, die da unten. Gut, die Leuchtballons hatten wir jetzt nicht, aber hätte ich mir das auch nicht kaufen. Ich glaube, die gab es auch bei Shop Disney, aber die finde ich furchtbar hässlich. Ja, und hier gibt es noch diese, die finde ich eigentlich auch ganz cool, diese Regenjacke, aber $60. Aber hat was. Good evening, friends. Look around you. There is a special magic that flows through this land. The magic of nature. Pulsating with fireflies made more brilliant by the light that lives within you. It inspires us to forge new paths, explore the wilderness, and discover a world alive with wonder. Tonight, as we gather together under the branches of the Tree of Life, our luminosity ignites the magic to create a beacon, shining out and celebrating 50 years of the most magical place on Earth. The most magical place on Earth. Ja, das war Beacon of Magic. Ich dachte, das geht eigentlich nur so 1-2 Minuten, aber diesmal ging es 6. Ja, unterscheiden sich anscheinend ein bisschen von Park zu Park. Ich laufe jetzt Richtung Pandora wieder, um da zu essen und ein paar Nachtaufnahmen zu machen. Mein Arm ist eben fast abgefallen, weil ich die Kamera so hochhalten musste. Ich habe immer zwei in der Hand, habe eine für Instagram, also mein Handy, und die andere halt hier die, für YouTube, damit ich auch beide Kanäle versorgen kann. Mein Arm ist fast abgefallen, aber ja, wir sind langsam nach Pandora und ich sehe schon sehr bunte Lichter. Ich bin sehr gespannt. Es fängt wieder an zu nieseln, aber jetzt ist auch egal. Seht ihr das? Hier ist Blaulicht. Meine Schnürsenkel. Oh, das sieht so cool aus. Mega.
Ja, wir haben 7:05, sieht man das? Ja. Der Park schließt in 5 Minuten, aber man kann ja noch gemütlich zu Ende essen. Man könnte sich sogar noch bis 7 Uhr bei Pandora anstellen. Aber es hat angefangen zu regnen und Wartezeit war gerade 1 Stunde. Das ist natürlich voll okay für Pandora. Aber wieder alleine 1 Stunde anstehen, alle schlafen, nee, keine Lust jetzt. Ich esse jetzt gemütlich meine Kinder-Reisbohnen-Beef-Bowl mit einer Cola. Die kann man sich übrigens hier selbst abzapfen und auch wieder nachfüllen. Hat 9,50 Dollar gekostet und ich bin gespannt, ob es schmeckt. Ja, ich habe mittlerweile einen Poncho an. Es nieselt immer noch so ein bisschen. Essen war wirklich sehr gut. Die Bowl hat mir sehr gut geschmeckt. Aber ich fand das japanische Essen heute Mittag noch einen Ticken besser. Aber trotzdem war sehr lecker. Und Avatar bei Nacht, oder Pandora, ich sag mal Avatar. Pandora bei Nacht, wunderschön. Also hat sich gelohnt, nochmal herzukommen. Angestellt habe ich mich jetzt nicht mehr. Ich war, glaube ich, 7:10 beim Essen. Und 1 Stunde anstellen, alleine. Nee. Habe jetzt noch ein paar Aufnahmen gemacht, habt ihr gesehen. Und jetzt mache ich mich langsam Richtung Ausgang. Mache noch ein paar Bilder vom Tree of Life. Also nicht von mir, sondern nur von dem Baum. Weil so nichts mehr bildertauglich. Und die Fotopass-Fotografen, muss ich sagen, ich weiß nicht, ob sie jetzt auch draußen, also ich glaube nicht, dass sie draußen sein werden, weil es regnet. Und zweitens sind die abends immer super überbelichtet. Da hätte ich lieber mit meinem iPhone, aber ich will jetzt nicht die ganze Zeit die Leute belästigen und so. Irgendwann mal, wenn ich mit meinen Disney Buddies hier sein sollte, gibt es ganz viele Fotos. Wahrscheinlich. So, jetzt gucken wir uns mal noch den Tree of Life. Sich sehr schön beleuchtet. Machen wir jetzt noch ein paar Fotos und dann muss ich mich bei diesem Park auch schon wieder verabschieden. Der dritte. Leider. Ja, Park verlassen. Hinter mir sieht man ihn noch ein bisschen. Jetzt. Mal gucken, wo ich hin muss. Der Bus ist rechts. War gerade verwirrt, was sie geredet hat. Den dritten Park verlassen. Sehr, sehr schade, aber irgendwann hat halt jeder Disney-Trip ein Ende. Aber es wird bestimmt auf jeden Fall nicht mein letzter Besuch gewesen sein. Es ist ein wunderschöner Park. Disney's Animal Kingdom. Und was war mein Highlight? Auf jeden Fall River Journey. Die Attraktion, die ich heute gefahren bin. Hier war das wirklich sehr, sehr schön. Das Essen war auch sehr, sehr lecker. Und halt Pandora bei Nacht. War wunderschön. Jetzt muss ich mal gucken. 28. Pop Century. Ja, die günstigen Hotels sind immer ganz weit hinten. Aber naja. Ja, also wie gesagt, Animal Kingdom, wunderschöner Park. Flight of Passage bin ich jetzt nicht nochmal gefahren. Wie gesagt, wollte mich 1 Stunde lang nicht alleine anstellen. Aber ich bin froh, dass ich River Journey noch gefahren bin, was gegessen habe. Und auch bei Nacht ein sehr, sehr schöner Park. Morgen mein letzter Parktag. Ne, ich muss mal gucken, wo ich hin muss. Ja, morgen mein letzter Parktag. Magic Kingdom. Mit Genie Plus tatsächlich. Also morgen nochmal richtig viele Attraktionen wollen wir schaffen. Genie Plus so gut es geht ausnutzen. Haben wir noch nicht getestet. Und möchte ich halt unbedingt für den Vlog noch testen. Ja, also morgen sehen wir uns beim letzten Parktag im Magic Kingdom und dann geht's Freitag. Ist noch nicht zu Ende, denn Freitag geht's ja noch aufs Schiff. Auf die Disney Dream. Ich glaube, der Bus ist da. Jetzt muss ich mich beeilen. Oh. Ja, Freitag geht's auf die Disney Dream. Da werden natürlich auch noch Vlogs folgen. Alles ausführlich hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich hoffe, der Tag hat euch auch heute gefallen. Mir hat er sehr, sehr gut gefallen, obwohl er morgens mit Regen gestartet hat. Aber er wurde dann noch besser, jetzt hat es wieder ein bisschen geregnet, aber es war trotzdem toll. Und ich hoffe, ihr seid morgen oder beim nächsten Vlog wieder dabei, wenn ich in Magic Kingdom bin. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal.
Und wir sehen uns morgen zum letzten Parktag hier in Walt Disney World. Thank you.